Hey, was geht's? Max hier. Endlich mal wieder ein neues Video. Es ist wieder eine Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Video aufgenommen habe. Und ja, ein paar Updates. Zum einen, die letzten Wochen waren ziemlich spannend. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, bis ich euch davon erzählen kann, einfach weil die Erlebnisse noch ein bisschen frisch waren. Wie gesagt, wenn du mein letztes Video angeschaut hast, war gerade auf Jobsuche. Hatte jetzt witzigerweise für ein paar Tage einen Job, der sich aber dann aus ein paar innerbetrieblichen Problemen wieder aufgelöst hat. Und wie gesagt, habe immer noch guten Kontakt mit meinen Kollegen und so weiter. Aber bin quasi wieder an dem Punkt, wo ich vorher war. Allerdings mit einiges mehr an Motivation, meine eigenen Sachen zu machen. Und ja. Deswegen auch wieder Videos aufnehmen. Und eins der größten Neuigkeiten oder Neuerungen ist einfach das. Du wirst vielleicht an der Videoqualität feststellen, dass ich das Video jetzt nicht mit meiner Kamera aufnehme, sondern mit meinem neuen Handy. Und zwar einfach deswegen, weil es ein neueres Modell des wunderbaren iPhones ist und weil das eigentlich schon fast genauso gute Videos sowohl tonlich als auch videomäßig aufnimmt wie meine normale Kamera. Großer Vorteil für mich und natürlich dadurch auch für euch ist einfach das, dass ich dadurch sehr viel schneller und sehr viel mehr Videos aufnehmen kann, weil einfach der Zwischenschritt des Synchronisierens der Tonspur mit der Videospur wegfällt, weil das Ding immer eingesteckt ist und weil ich ein Video eigentlich sofort dann aufnehmen möchte oder aufnehmen kann, wenn ich das möchte. Das einzige Nachteil ist natürlich, dass man der Arm einschläft, weil das Handy mit gestreckten Armen halten muss. Genau, das ist das Neueste. Das heißt, der Bearbeitungsweg wird kürzer. Dadurch werden die Videos wieder häufiger eintreten und hoffentlich auch in etwas exotischeren und angenehmeren Locations werden diese Videos stattfinden. Ja, meine Hand wechseln. Vielleicht sieht man nicht meinen Daumen dann drinnen. Genau. Wie gesagt, spannende Zeit war es. Und ihr habt gemerkt, dass mein letztes Video etwas von der Stimmung her etwas niedergedrückt war. Einfach weil das die Emotion war, die ich zu dem Zeitpunkt gespürt habe. Und ich habe auch gesehen, es haben extrem viele Leute mir zum Teil persönlich E-Mails darüber geschrieben, zum Teil auch eben kommentiert. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen Kommentar. Ich habe jeden einzelnen gelesen, bin noch nicht zum Beantworten gekommen, einfach weil ich noch selber das Ganze noch entsprechend verarbeiten möchte und muss. Und mir hat es sehr gefreut für alle die sich wirklich die Mühe gegeben haben, um mir was zu schreiben, sei es eben per E-Mail oder per Kommentar. Und ich bin froh, wenn Sie das gerne, ihr könnt es gerne beibehalten, dass ihr eben schreibt, nicht nur, wenn es eben ein extrem emotionales Thema ist. Wie gesagt, ihr könnt mir jederzeit E-Mail schreiben. Es kann nur da sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich sie beantworte. Aber ich schaue, dass ich jede E-Mail beantworte. Und wenn ich sie mal nicht beantworte, dann schreibt mir einfach noch eine E-Mail und sagt: Hey Max, warum hast du meine E-Mail nicht beantwortet? Dann schaue ich, dass ich darauf wieder zurückkomme. Das heißt, ich bin in dem Sinn für Kommunikation offen, auch wenn oft einmal die Dinge etwas hängen bleiben. Genau, so viel dazu. Ich bin jetzt gespannt, weil das erste Video, was ich mit meiner wunderbaren neuen Kamera mit Telefon-App aufnehme und ich probiere, dass ich es gleich nämlich am Phone hochladen kann und bin gespannt, wie das wird. So viel dazu. Ja, mein Computer ist auch noch kaputt, deswegen kann ich sie sowieso nicht bearbeiten. Deswegen versuche ich das auf diese Art und Weise, das Problem zu lösen. So viel dazu und wir sehen uns sicher sehr bald. Bis zum nächsten Mal und ciao.